Hallo, meine liebe Jungfrau, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Jungfrau. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Wenn du mit den allgemeinen Informationen zu meinen Legungen bereits vertraut bist, dann überspring sehr gerne das Intro. Den Zeitstempel für den Beginn dieser Legung findest du wie immer unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Jungfrauen. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, meine liebe Jungfrau, du bist ja in einer sehr bedeutsamen Entwicklung. Es geht hier darum, eine Last hinter sich zu lassen. Kann jetzt auch sehr gut sein, dass das hier das Erdzeichen-Kollektiv betrifft, denn das war jetzt auch schon in der Steinbocklegung und in der Stierlegung ein Thema, hier etwas hinter sich zu lassen, eine Schwere loszulassen. Und du bist hier bereits auf einem sehr, sehr guten Weg. Du bist hier drauf und dran, hier Altlasten hinter dir zu lassen und dich hier von etwas zu befreien. Das ist hier ein wichtiges Thema. Dann haben wir hier noch etwas, da möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr erfahren. Okay, du wirst hier vor irgendeinem Übel bewahrt. Die 666 ist kein negatives Zeichen. Die 666 ist eine Engelszahl. Engelszahlen in meinen Legungen stehen immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist. Wie ich sehe, geht es hier in dieser Legung genau darum. Und die 666 kündigt hier nur einen Streckenabschnitt in einem Zyklus an, ja, also 111, 222, 333, 444, 555, 666 und so weiter und so fort. Bei der 666 geht es hier darum, es geht hier ums Reflektieren und vor allem auch zu erkennen, was du nicht mehr möchtest, ja. Denn vor allem, wenn wir erkennen, was wir nicht mehr möchten, dann gibt uns das den Weg frei zu erkennen, was wir möchten, wenn du das jetzt noch nicht konkret weißt. Das kann jetzt natürlich jeden Lebensbereich betreffen, das kann eine zwischenmenschliche Verbindung betreffen, das kann hier kann ja auch den Beruf, die Berufung betreffen, dass hier eine Veränderung ansteht. Das kann auch irgendein ein bestimmtes finanzielles Thema betreffen, irgendeine finanzielle Angelegenheit, ja, um die es hier geht. Es kann auch etwas ganz Spezielles sein. Ich nehme an, dass du hier bereits weißt, worum es hier geht, ja. Und hier soll etwas Negatives losgelassen werden. Und da bist du bereits auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das Reflektieren darüber, wie es bisher war, ist jetzt sehr, sehr wichtig, ja. Hier bekommen wir jetzt noch einen sehr wertvollen Hinweis, meine liebe Jungfrau. Und zwar geht es hier darum, also wenn wir auf die Außenschau blicken, wie sieht das Ganze von außen betrachtet aus? Da zeigt sich eine Person an deiner Seite. Ja, ich meine, es kann im Einzelfall auch sein, dass das hier du bist. Und es geht hier, ich denke, wenn du hier eine beratende Person an deiner Seite hast, ja, dann geht es hier um Folgendes, dass diese Person hier vielleicht traditionelle Sichtweisen eher tendenziell vertritt, ja, oder veraltete Sichtweisen.
die du jetzt natürlich in deine Sprache übersetzen sollst. Ja, es kann auch sein, dass diese Person einfach eine andere Sprache unter Anführungsstrichen spricht, die hier vielleicht Hinweise, Ratschläge gibt, die für diese Person eben gestimmt haben und wo es darum geht, das Ganze hier zu übersetzen in deine Sprache. Das kann eben sein, dass das hier vielleicht veraltete Sichtweisen sind oder veraltete Werte, die man hier einfach ja übersetzen soll. Das ist hier schon mal auch sehr, sehr wichtig. Ja, also das kann natürlich auch sein, dass das hier, wenn wir das in dieser Konstellation haben, dass du hier vielleicht an einem Wert festhältst, von dem du eigentlich spürst, das ist jetzt nicht mehr ganz stimmig, ja. Und da soll sich was verändern und dass dir das bewusst werden soll, ja. Also das kommt auch total gerne vor. Wichtig ist einfach nur, dass einem auffällt, wovon ist man nicht mehr so wirklich überzeugt. Denn wir verändern uns ja im Laufe unseres Lebens und Standpunkte, die wir vor ein paar Jahren vertreten haben, vertreten wir vermutlich Jahre später nicht mehr, ja. Das ist natürlich bei den Erdzeichen, ich muss hinzufügen, mein Mond ist in Jungfrau, ja, ich bin ein dreifach geerdetes Sternzeichen. Das ist schon erfahrungsgemäß ein Thema, das ganz gerne bei den Erdzeichen auftritt, aber habe ich auch schon bei anderen gesehen, also so ist es nicht. Aber das ist halt etwas, was sehr wertvoll ist, denn es geht hier um eine Veränderung, die wirklich wichtig ist, ja, denn du bist auf einem extrem guten Weg und das haben wir hier, wie gesagt, das haben wir hier schon mit zwei Karten und es geht jetzt darum, diese Transformation hier auch zu vollbringen, ja, also hier soll dir etwas bewusst werden. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die hier aktuell hochgefahren sind, denn diese Blockaden sind jetzt auch bereit aufgelöst zu werden, sorgen hier und da für die ein oder andere Verzögerung oder den ein oder anderen Stillstand und wenn diese Blockaden aufgelöst sind, stellt sich üblicherweise ein Gefühl der Erleichterung ein, beziehungsweise kommen deine Angelegenheiten wieder mehr und mehr in den Fluss. Und wir holen uns jetzt mal ins Bewusstsein, worum es denn hier geht. Und anschließend schauen wir wie immer in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Es kann sehr gut sein, dass hier vielleicht die ein oder andere Blockade auftaucht, die einfach nur bewusst werden soll, denn manchmal sind wir einfach betriebsblind und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und dann führt das schon dazu, dass man hier eine Blockade auflösen kann. Es geht manchmal auch leichter, als man glaubt, ja. Hier haben wir Folgendes auf deiner Ebene, das möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer abklären. Hier ist der Blick, das was hier aktuell blockiert ist, dass der Blick hier mehr auf diese, auf das Negative gerichtet ist, als auf das, was du eigentlich möchtest. Das ist schon mal sehr, sehr spannend, denn du bist hier natürlich in einem Prozess, wo du Dinge loslässt und das Universum möchte dich darauf aufmerksam machen, dass es hier jetzt auch darum geht, zu erkennen, dass das hinter dir liegt und es kann ja auch sein, dass sich hier eine Angst zeigt, dass du die Sorge hast, was ist, wenn sich das wiederholt, was natürlich irgendwo verständlich ist, das soll ja auch nicht verdrängt werden, aber es geht hier mehr darum, dass du das Ziel, das du hier anstrebst, größer werden lässt, ja, Zweifel dürfen immer wieder aufkommen, Zweifel sind an sich nichts Schlechtes, auch Sorgen, ja, hin und wieder haben wir einfach Sorgen, das ist doch ganz, ist auch ganz natürlich, nur es soll hier nicht Überhand nehmen, denn das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wird dann natürlich auch dementsprechend genährt, ja, und da soll eine Ausbalancierung stattfinden, denn nach der 666, meine liebe Jungfrau, kommt die 777 und bei der 777 geht es ums Manifestieren. Das ist eine ganz starke Energie, dass die Dinge, auf die du dich konzentrierst, die du gerne möchtest oder eben
wenn man sich auf etwas konzentriert, was man eigentlich nicht möchte, nur darauf schaut, was man nicht möchte, kann eben auch das real werden. Also das ist hier die Kehrseite davon. Und darauf möchte dich das Universum vorbereiten, dass du jetzt wieder mehr deine Ziele ins Auge fasst. Natürlich nicht mögliche Störfaktoren ausblendest, das nicht, aber mehr Zuversicht. Das, was du möchtest, das kann ja auch, also das kann durchaus real werden. Da liegt jetzt eigentlich nichts, dass das hier nicht funktionieren könnte. Es geht ja mehr um die innere Haltung. Schauen wir mal weiter. Und hier haben wir noch einen Hinweis, der sehr spannend ist. Es kann hier sein, dass du dich hier fragst, was irgendeine andere Person hier denken könnte, beispielsweise. Ich kläre das hier auch noch ab mit einer weiteren Karte. Okay, es könnte hier durchaus um etwas Finanzielles gehen für einige, muss aber nicht sein. Es geht hier um etwas Wertvolles. Und also in den Blockaden liegt hier irgendwie die Befürchtung, die Befürchtung bezüglich einer bestimmten Person gegenüber. Sehr, sehr spannend. Und es geht hier um eine Angelegenheit, die betrifft hier vermutlich etwas Finanzielles oder etwas sehr, sehr Wertvolles. Oder vielleicht geht es ja auch darum, dass du hier in diesem Prozess bist und du hier die Sorge hast, dass hier jemand von außen eingreifen könnte. Das kann es natürlich auch sein. Es wird hier bei jedem etwas ganz Individuelles sein. Es ist hier schon sehr interessant, wie sich das hier zeigt. Ich bin gespannt, was das hier ist, ja. Also irgendwo kann es hier um Geld gehen, das hier irgendwo mitspielt, aber das dürfte so individuell sein, da müsste ich deine Situation kennen, um hier mehr sagen zu können. Deshalb lasse ich das jetzt so stehen, aber es geht hier um die Befürchtung eben, dass hier von außen irgendwo eingegriffen werden könnte. Und ich glaube, das betrifft hier die meisten. Oder eben, kann auch sein, dass du hier die Sorge hast, dass hier vielleicht jemand schlecht über dich denken könnte. Das kann auch bei dem einen oder anderen zutreffen. Das ist auch eine ganz klassische Blockade. Ja, das ist jetzt nichts Dramatisches. Das kann einfach sein. Aber ich glaube, es ist hier etwas ganz Spezielles. Schau dir gerne die Karten näher an. Sie sind, denke ich, recht selbsterklärend. Diese Blockade hier ist sehr, sehr wichtig, habe ich das Gefühl. Dann schauen wir noch weiter. Und hier geht es um Unterstützung, die blockiert ist. Aber ich denke, da haben wir die Blockade bereits aufgelöst, ja, denn es kann eben, wie gesagt, sehr gut sein, dass du hier in Kontakt mit einer Person bist, vielleicht auch mit mehreren Personen, wo du dich hier berätst und es eben darum geht, diese Ratschläge oder diese Impulse, die du von diesen Personen bekommst, in deine Sprache zu übersetzen, ja, ich habe hier das Gefühl, dass wir hier die Auflösung gleich zu Beginn der Legung hatten, weil hier eben diese Person, um die es hier geht, ja, ist dir wohlgesonnen. Also das ist hier kein bösartiger Mensch, aber es geht eben darum, dass man hier noch irgendetwas anpassen soll, dass das auf deine Situation passt, ja, dass du daraus etwas machen kannst, ja. Das ist hier entscheidend. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Wir starten jetzt hier oben. Okay, das Universum sagt hier, es ist jetzt einfach an der Zeit aufzubrechen
Es ist hier auch an der Zeit, sich dem Ungewissen zu stellen, ja, wo du hier eben auch befürchtest, dass hier vielleicht etwas Schlimmes passieren könnte. Aber das sind deine Gedanken, meine liebe Jungfrau. Das ist hier nichts, was hier eintreffen soll. Sind hier Erfahrungswerte, die du hattest. Und es geht jetzt eben auch darum, dass du dich diesem Weg stellst, den du hier eingeschlagen hast, eben auch hinsichtlich dessen, dass du nicht alles vorher wissen kannst, was da passieren wird. Ja, es ist hier auch wichtig, was ich hier sehe, dass du hier beobachtest. Es kann sein, dass du hier mit anderen Personen zu tun hast. Observieren unter Anführungsstrichen ist hier von Vorteil, sich ja das mal genau anzusehen, hier ja einfach zu starten und auch zu erkennen, dass das, was geschehen ist, in der Vergangenheit liegt und nicht im Hier und Jetzt. Es geht hier auch darum, es geht hier um diese Sorge, aber diese Sorge scheint mir hier irgendwo, also ist verständlich, aber es geht hier nicht darum, dass ich diese Sorge bewahrheiten soll. Und du hast hier, wie gesagt, du hast ein bestimmtes Ziel vor Augen und auf das sollst du dich ausrichten. Und es geht hier, wie gesagt, auch darum, auf diesem Streckenabschnitt kann man sehr viel beobachten und durch Beobachten offenbar auch lernen. Denn es geht hier auch darum, dass das ein neuer Weg ist und dass du noch gar nicht alles wissen kannst. Ja, diese Erfahrungen werden ja erst gesammelt, meine liebe Jungfrau. Also nur Mut. Dann haben wir hier noch etwas. Es geht hier um diese Sorge, also die, ja, wo ich nicht ganz einsortieren kann, um welche Person es hier geht oder um welche Personen. Es geht hier darum zu erkennen, dass das ein Neuanfang ist. In diesem Zusammenhang kann es ja auch sehr gut sein, dass es darum geht, wenn es hier konkret um eine bestimmte Person geht, wo du hier irgendetwas befürchtest, dann kann es hier sehr gut sein, dass es darum, dass es wichtig ist, dass diese Person einfach von deinem Vorhaben ja nicht so viel erfährt, dass hier die Dinge noch, also die Dinge, die hier entwickelt werden, noch unter Verschluss gehalten werden sollen, ja. Aber das Universum sagt doch hier, es geht hier um einen Neuanfang. Das haben wir hier auf zwei Positionen, wo du noch nicht alles wissen kannst. Das ist eine neue Reise, das ist eine neue Entwicklung und es geht auch darum, das anzunehmen. Du startest hier neu, ja, und dieser Ungewissheit, ja, der muss man sich auch stellen, aber es geht auch nicht darum, hier etwas schwarz zu malen, meine liebe Jungfrau, denn das kann hier auch zeigt sich hier irgendwie auch wie eine neue Möglichkeit, ja, eine neue Chance. Also das ist hier entscheidend, ja, diesen Neuanfang anzunehmen und eben auch diese 666 Energie zu nutzen, zu erkennen, was möchte ich denn nicht mehr haben, um dann zu erkennen, was möchte ich haben. Und dann haben wir hier noch etwas im Umfeld. Da möchte ich jetzt noch eine Klärung haben. Okay, jetzt verstehe ich, was hier gemeint ist. Also hier kündigt sich eine Veränderung an, was das Umfeld betrifft, ja. Und diese Veränderung möchte angenommen werden. Also du bist hier in einem Transformationsprozess, meine liebe Jungfrau. Ja, das ist natürlich einiges im Unklaren, im Ungewissen, weil sich hier erst eine Struktur herausbilden soll, ja. Und dahingehend ist es wichtig, diese Veränderung auch anzunehmen. Du bist auf dem richtigen Weg. Das kommt hier noch einmal durch. Also ich denke, das ist hier vermutlich auch eine wichtige Information, die du vermutlich suchst. Vor allem, wenn man hier ein bisschen, wenn man nicht so recht weiß, was kommt hier als nächstes. Hier geschieht eine Veränderung zum Besseren, was dein Umfeld betrifft. Und diese Veränderung soll auch angenommen werden. Kann jetzt auch sehr gut sein, diese Person oder Personen, die hier liegen in den Blockaden, dass das für den ein oder anderen hier
dass es hier vielleicht darum geht, dass man sich von diesen Personen lösen soll. Wenn ich spüre hier durchaus, und das sage ich jetzt einfach so, wie es ist, dass eine bestimmte Gruppe hier ein bisschen Angst empfindet. Ja, und es geht hier eben darum, das kann hier sehr gut darum gehen für den einen oder anderen, dass man das, dass man sieht, dass man hier auf Distanz gehen soll oder etwas jemand hinter sich lassen soll. Aber da füge ich auch hinzu, das will wie immer wohl überlegt sein, bevor man diesen Schritt wagt. Ja, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt in der Legung schon gesagt habe, eine Kartenlegung kann dir keine Entscheidung abnehmen. Sie liefert Impulse, ja. Nur, dass wir das hier auch geklärt haben. Es geht um eine Veränderung. Es kann auch sein, dass es darum geht, dass du dich hier so stark veränderst, dass du hier dein Umfeld auch ganz anders wahrnimmst. Aber ich habe auch das Gefühl, dass du dich hier sehr stark veränderst und dich den Menschen zuwendest, die dir auch, die auch zu dir gehören. Ja, das heißt jetzt nicht, dass hier ein Bruch stattfinden muss. Es kann auch sein, dass man auf Distanz geht oder dass man hier bestimmte Grenzen setzt. Ja, aber du bist am richtigen Weg und das ist hier die Kerninformation. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, meine liebe Jungfrau, was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen soll. Und hier haben wir jetzt, hier geht es um eine Kurskorrektur, denn deshalb sagt das Universum hier so klipp und klar, du bist in einer guten Entwicklung, ja, du bist hier in einer starken Weiterentwicklung und du bist am richtigen Weg, gerade was das Umfeld betrifft. Du sollst hier auf dich vertrauen, auf deine Intuition auch vertrauen, auf deine Erfahrungswerte. Du spürst ganz genau, wer zu dir gehört und wer nicht, ja. Das ist hier sehr entscheidend, denn in diesem Prozess kann es sehr gut sein, dass du hier vielleicht hin und wieder das Gefühl hast, dass du dich verloren fühlst oder unverstanden fühlst. Das kann natürlich vorkommen. Vor allem, wenn hier so eine wichtige Entwicklung stattfindet, kann es gut sein, dass man sich ab und an ein bisschen vielleicht auch einsam fühlt. Aber das ist, wenn, dann temporär. Es geht hier mehr darum, dass du deinen Blick auf dein Ziel ausrichtest und deinen Weg gehst, ja. Und dich hier irgendwie nicht ablenken lässt. Das ist hier entscheidend. Schauen wir mal weiter. Hier geht es darum, dass hier eine bestimmte Angelegenheit, und ich glaube, das ist das, was du hier loslässt aktuell, dass das hier abgeschlossen werden kann. Es kann natürlich sein, dass hier vielleicht dann ein bisschen Wehmut mitgeht, aber an sich ist das hier etwas, das diesen Neubeginn belastet. Ich glaube aber nicht, dass es hier darum geht, dass man dann sehr traurig sein wird, denn das ist das, was du loslassen möchtest, habe ich das Gefühl. Und da hole ich jetzt aber noch eine Information dazu. Okay, es geht hier offenbar eine Trauer mit. Es kann hier sein, ja. Deshalb, jetzt verstehe ich auch. Ah, okay. Das ist eine wirklich epische Botschaft, meine liebe Jungfrau. Ich hoffe, es ist nicht zu kryptisch für dich, was ich hier deute. Es geht hier darum, das Universum möchte dich darauf vorbereiten, ja. Zum einen es geht hier um eine bestimmte Information, die du gerne haben möchtest. Das ist hier anscheinend auch schon aktuell. Das kommt jetzt nämlich auch noch mit dazu. Diese Information wird zu dir kommen, also zumindest laut dieser Legung, aber noch nicht jetzt. Das wird genau zum richtigen Zeitpunkt geschehen, ja. Irgendetwas möchtest du wissen, irgendetwas beschäftigt dich und du weißt, dass du das aktuell, dass du hierzu aktuell keine Informationen bekommst, aber du wirst es eines Tages erfahren. Und ich habe hier
Ich habe hier in der Tendenz einfach liegen, dass hier die Gefahr besteht, dass du wieder zu stark auf die Vergangenheit blicken könntest. Deshalb kommt hier mehrfach herein, nimm diese Veränderung an, ja, denn in der Veränderung ist vieles ungewiss, aber je mehr du diese Veränderung annimmst, desto schneller hast du es hinter dir und dann bildet sich wieder eine Ruhe und eine Struktur heraus. Also es geht hier darum, hier durchzugehen. Und das ist wesentlich, von der Dauer her, wesentlich kürzer, als du glaubst. Ja? Es ist einfach, du blickst hier ins Ungewisse und da hat man das Gefühl oder man hat dann gerne das Gefühl, dass das unendlich sein könnte. Ist es aber nicht. Es geht hier einfach darum, hier sich an diesen Übergang heranzutrauen, darüber zu gehen. Das soll dir auch gelingen, so wie ich das sehe, denn hier auf deiner Ebene, und das ist hier auch das Wichtigste, sehe ich, dass hier etwas Neues auf dich zukommt, ja, und das relativ rasch, aber es hängt auch damit zusammen, ja. Also wir bekommen hier wirklich sehr spannende Informationen herein. Dieses Neue soll hier recht rasch zu dir kommen, aber es geht eben auch darum, dass du dich dieser Ungewissheit stellst und wie gesagt, du sollst auch hier bestimmte Dinge beobachten oder bestimmte Dinge unter Verschluss halten, wenn es hier um sensible Daten geht, beispielsweise wenn du dich selbstständig machen möchtest oder hier eine innovative Idee hast, ja, das kann natürlich auch sein. Du weißt vermutlich ganz genau, was hier auf deine Situation zutrifft, aber dieses Neue, das, was du anstrebst, das ist sehr greifbar und das Universum möchte dich hier unterstützen, dass du dich an diese Erfahrung oder an diese Veränderung herantraust und eben auch diese Ungewissheit annimmst, denn die kann sich, wie gesagt, schneller aufklären, als dir vermutlich lieb ist, denn das Neue liegt hier ja gefühlsmäßig sehr, sehr nahe. Aber es geht darum, eben sich dem hier zu stellen, meine liebe Jungfrau. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.